Heute stellen wir euch gerne das Hälschen Piwal vor. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute im Video das Hälschen Piwal. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, welche grundsätzlichen Unterschiede es bei den Pinkelventilen gibt und dabei auch gesagt, dass ich euch gerne mal noch die einzelnen Pinkelventile vorstelle. Heute machen wir mal das Hälschenventil, ein sehr hochwertiges Ventil, wie ich finde, das auch bei vielen Anzügen verbaut ist. Hersteller wie Santi oder ähnliche oder auch Dui verbauen gerne standardmäßig diese Pinkelventile, wenn ihr sie gleich von Anfang an mit eurem Anzug mitbestellen wollt. Einfach mal zum Aufbau. Das Hälschenventil ist ein balanciertes System. Was das genau bedeutet, wie gesagt, in dem erst vor kurzem gemachten Video. Ich mache euch hier nochmal einen Link, dass ihr dort wieder hinkommt. Aber hier jetzt, wie gesagt, zum Hälschen-Pinkelventil. Ein balanciertes System. Dabei ist aber das Ventil, das für diese Balancierung sorgt, nicht mehr zu sehen. Es ist einfach nur hier das Stück, das am Bein montiert wird und hier dann mit einem speziellen Schlauch versehen, der auch für die Verwendung mit Urin ideal geeignet ist. Es gab mal früheres Hälschensystem, das hatte hier noch einen Abgang, da war das Balancierventil hier eben nochmal separat verbaut, damit war das sehr viel größer und im Anzug auch nicht so gut zum Anziehen. Das ist jetzt hier alles weg, es ist einfach nur noch ein Schlauch, ein ganz einfaches System, sodass ihr hier nicht beim Anziehen des Anzuges speziell aufpassen müsst, dass ihr nichts runterdrehtet. Eben das war damals das Problem. Bei den aktuellen Ventilen, die es jetzt schon über viele Jahre gibt, ist das nicht mehr so. Auf der hinteren Seite des Schlauches ist hier nochmal ein Anschluss verbaut. An diesen Anschluss steckt ihr dann das Urinalkondom an, sodass ihr hier eine Verbindung habt und eben dann ablassen könnt. Der vordere Aufbau ist hier mit einer Schraube versehen. Die Schraube ist wichtig, damit ihr das Ventil auch schließen könnt. Es soll grundsätzlich im geschlossenen Zustand getaucht werden. Wenn ihr es verwendet, könnt ihr es aufschrauben. Das Ventil ist oder das Ganze ist dabei sehr, sehr weit. Also es ist ein sehr, sehr langes Gewinde. Es wird dann auch schwerer. Hier unten lässt es sich noch sehr, sehr leicht drehen. Wenn ihr dann weiter oben hinkommt, also wenn es dann im Prinzip schon zu weit ist, dann wird das Ganze strenger, es lässt sich dann nicht mehr so leicht schrauben. Ihr könnt aber, wie ihr seht, noch eine ganze Weile weiterschrauben, bis es dann wirklich herunterfallen würde. Also hier eine sehr, sehr weite Strecke. Zudem gibt es hier auch ein kleines Löchlein, in das man auch eine Schraube reinsetzen könnte, um es dann hier nochmal zu fixieren, also mit dieser Schraube zu fixieren, dass man das Ganze hier nicht verlieren kann, dass im Prinzip diese Schraube dann an das Ende der Gewindegänge, die ja etwas überstehen, anschlägt und damit sich nicht weiter drehen lässt. Ist jetzt nicht im Standard dabei, könnte man sich aber hier noch ergänzen. Und hier seht ihr schon, hier ist dann die Membran. Aus dieser Membran würde dann der Urin austreten. Es ist hier ringsrum mit Löchern versehen und das Ganze hier, diese Membran macht eben dann auf, wenn von innen Druck kommt. Und dann kann das Ganze hier ablaufen. Wenn auch von der anderen Seite Wasserdruck kommt, dann macht diese Membran hier zu. Also normalerweise durch den Druckausgleich, den diese balancierten Systeme herstellen, habt ihr kein Problem, dass hier Wasser eindringt. Trotzdem ist zu empfehlen, die Verschraubung zu verwenden und das Ventil abzudrehen, wenn ihr es nicht verwendet. Zur Montage müssten wir dann hier noch einen Schritt weiter gehen, lässt sich das Ganze hier auseinanderschrauben. Ihr macht ein Loch in euren Anzug, in der linken oder rechten Bein wird es normalerweise verbaut. Und das Hälschensystem ist so aufgebaut, dass es verklebt werden muss. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, um diese Verklebung durchzuführen. Ich würde hier auf jeden Fall einen Kleber empfehlen, der sich wieder lösen lässt, der sich thermisch lösen lässt und ihr damit das Ventil auch wieder ausbauen könnt, weil es natürlich schon von den Bauteilen zwar schon gemacht ist, dass es lange hält, es ist nicht viel dran, es ist im Prinzip nur dieses Ventil. Hier seht ihr dann auch wieder die Löcher von unten und dieses Ventil sorgt natürlich dafür, dass hier nichts rein oder rauslaufen kann. Und das kann man auch wechseln, das ist auch ein Ersatzteil, sodass es hier kein Problem macht, das Ding auch im eingebauten Zustand zu wechseln. Aber
Es ist schon einfacher, wenn ihr eine Möglichkeit habt, es auch wieder auszubauen, vielleicht auch mal komplett zu reinigen. Das war's im Prinzip zum Einbau. Also wie gesagt, es muss ein Loch rein und dann wird das hier verklebt, wird hier wieder zugeschraubt und dann sitzt das Anzugmaterial hier dazwischen. Das war's dann auch schon wieder zur Vorstellung des Heltzian-Pinkel-Ventils. Ein sehr schönes Ventil, wie ich finde. Es ist schön gemacht. Es hat auch hier vorne das Logo mit drauf. Es passt eigentlich gut zu jedem Anzug. Das kann man überall reinbauen und ist halt, ja, es ist ein ganz modernes System, so wie halt alle aktuellen Systeme sind. Es gibt ein paar altmodische, die haben hier in der Mitte nur eine Schraube, ist ganz schlecht zu greifen und dann wird nur diese Schraube raufgeschraubt und in der Schraube hat man ein Loch reingebohrt, wo dann die Flüssigkeit durch kann. Also solche Systeme, die sind irgendwie einfach alt und dieses Heltzian ist ein ganz modernes System, das eigentlich alle Funktionen hat, die ihr braucht. Wie gesagt, wichtig ist mir immer dieses balancierte System und mit dem Heltzian-System macht ihr mit Sicherheit nichts Falsches, insbesondere dann, wenn ihr jetzt gleich beim Anzughersteller mitkauft, dann wird das richtig verbaut, dann wird das ordentlich verbaut und es kann hier keine Probleme geben, der Anzug wird abgedrückt und es ist einfach dann im Originalzustand gleich mitgeliefert. Wenn euch sowas interessiert, am besten gleich vom Hersteller mit einbauen lassen, dann ist es eine ordentliche, saubere Sache und es gibt auch keine Garantieprobleme mit dem Anzug. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, gebt uns einen Daumen hoch, bleibt auf unserem Kanal, schaut einfach noch ein paar Videos, wenn sie euch gefallen haben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.